Heute schauen wir uns den Peppa Pig Freizeitpark an. Mit dabei sind 4 Figuren und natürlich jede Menge Zubehör. Hier auf der Rückseite sehen wir den Freizeitpark fertig zusammengebaut, mit allen 4 Figuren voll im Einsatz. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen uns dann etwas genauer an. Der Freizeitpark besteht aus jeder Menge Einzelteilen. Wie ihr hier sehen könnt, die müssen wir jetzt gleich alle noch zusammenstecken. Aber zuerst mal packen wir noch die 4 Figuren aus. Hier haben wir ganz links den Papa, daneben den Schorsch, die Peppa und die Mama. Dann reißen wir noch die Tüte mit den ganzen Einzelteilen auf. Dann würde ich sagen, baue ich das Ganze kurz für euch zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das alles fertig zusammengebaut. So sieht der Freizeitpark dann aus, mit jeder Menge verschiedenen bunten Farben und jeder Menge coole Funktionen, die wir uns gleich etwas genauer anschauen. Aber zuerst mal schauen wir uns an, was die 4 Figuren so zu bieten haben. Fangen wir an mit der Mutter. Die hat einen vollbeweglichen Kopf, bewegliche Arme und Beine zum Einklappen. Dann geht's weiter mit dem Schorsch, der daneben steht. Auch er hat einen beweglichen Kopf, bewegliche Arme und Beine zum Einklappen. Leider fallen die Figuren sehr leicht um. Dann geht's weiter mit Peppa. Die sieht natürlich aus wie in der echten Serie. Meistens mit einem roten Oberteil, beweglichen Kopf, beweglichen Armen und auch sie kann ihre Füße einklappen. Und da fällt schon der nächste um. Die letzte Figur, das ist der Papa. Auch er sieht natürlich aus wie in der Serie mit seinem Bart und der Brille. Und natürlich hat er auch vollbewegliche Körperteile. Dann würde ich sagen, geht's mal los mit dem Freizeitpark. Da fangen wir an mit der orangen Rutsche. Die darf Peppa jetzt mal austesten. Erstmal die lilane Treppe hochrennen. Durchs hellblaue Tor durch, das ist leider etwas niedrig. Dann geht's die orange Rutsche ganz einfach runter. Und der Schorsch darf natürlich auch eine Runde mitrutschen. Dann geht's weiter mit dem Übergang. Auch der ist lila bzw. rosa und mit der lilanen Rutsche. Auch die funktioniert natürlich einwandfrei. Dann haben wir noch die letzte Rutsche, die hellblaue, die sich einmal um die eigene Achse dreht. Und auch in der kann Schorsch ganz einfach runterrutschen. Auch hier haben wir grüne Mauerteile. Und unter dem ganzen Hochhaus bzw. Spielplatz könnt ihr auch die Figuren platzieren. Das wär's dann im Großen und Ganzen vom Peppa Pig Freizeitpark bzw. Spielplatz Spielset. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.